Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die Arcturianische Gruppe, 12. Juli 2020, versteht, dass viele Opfer ihre Erfahrungen wählten. Empfangen durch Marilyn Raffaeli, übersetzt von Shana. Liebe Leserinnen und Leser, wir bringen mit unserer Botschaft ein großes Maß an Liebe und Respekt mit, denn wir sind uns bewusst, wie schwierig die Dinge für so viele geworden sind. Denkt daran, dass die heutige Zeit einen großen Teil des Weges ausmacht, den ihr selbst gewählt habt, um zur Schaffung einer neuen und besseren Welt beizutragen. Ihr seid genau dort, wo ihr in dieser Zeit sein solltet, auch wenn es nach dreidimensionalen Maßstäben nicht so aussieht. Das Schweigen, die Isolation und das damit verbundene Ende von vielen Dingen hält die Menschen hypnotisiert, ahnungslos und immer verzweifelt außerhalb ihrer selbst nach ihrem Wohlergehen suchend, dient dazu, viele von euch zu wecken, die sich noch nie zuvor die Zeit genommen haben, nach innen zu schauen und ihr Glaubenssystem und das der Welt ehrlich zu untersuchen. Die Grundstruktur der meisten dreidimensionalen Schöpfungen muss sich erst auflösen, bevor sie in einer höheren Form wieder erscheinen können. Das ist es, was die Welt jetzt erfährt. Das Chaos wird nicht ewig dauern, weil manifestierte dreidimensionale Konzepte ohne die Energie des Glaubens an sie kein Gesetz haben, das sie unterstützt oder an ihrem Platz hält. Wenn ihr mehr und mehr erwacht, werden diese alten Schöpfungen einfach nicht mehr die Substanz haben, die notwendig ist, um sie an Ort und Stelle zu halten. Ihr seid erwacht und versteht nun, dass jeder, auch ihr selbst, schon immer göttliches Bewusstsein in physischer Form wart und immer sein werdet. Im Laufe der Zeit wurden jedoch individualisierte Ausdrucksformen des einen göttlichen Bewusstseins durch die Akzeptanz von Dualität und Trennung als Realität verschmutzt, konditioniert und manipuliert und so die menschliche Bedingung geschaffen. Ihr wisst jetzt, wer und was ihr seid, und deshalb ist es an der Zeit, damit aufzuhören, euch selbst für Handlungen zu verurteilen oder zu kritisieren, die ihr in einem früheren Bewusstseinszustand unternommen habt. Akzeptiert die Wahrheit eurer göttlichen Natur und hört auf, Trümmer aus der Vergangenheit an vorderster Front und in die Mitte zu schleppen, um in dem falschen Glauben, dies sei spirituelle Demut, zu jammern und zu bedauern. Ihr seid jetzt in der Lage, die Dinge aus einer höheren Perspektive zu sehen. Deshalb müsst ihr aufhören, aus der gewohnten, aber entwachsenen Programmierung zu leben, um euch einzufügen oder jemandem zu gefallen. Viele Dinge, die sich ereignen, erscheinen schrecklich, wenn man sie mit erleuchteten Augen sieht, aber erlaubt euch nicht, in die negativen und auf Angst basierenden Informationen hineingezogen zu werden, sich mit ihnen in Einklang zu bringen, die euch ständig mit Nachrichten und Politik bombardieren. Seid euch auch bewusst, dass es einige Channel-Medien gibt, die kein hohes Maß an Licht reflektieren und dass das Ergebnis, nur weil es Channelings sind, die Wahrheit repräsentiert. Channelings können nicht höher steigen als das Bewusstsein desjenigen, der das Channeling macht. Vertraut in diesen Dingen immer eurer Intuition und lasst euch von ihr leiten. Seid informiert, aber nicht untergetaucht. Spirituelle Beobachter sind informiert und bewusst, aber in der Lage, dem Schein zusätzliche Energie vorzuenthalten. Versteht, dass viele Opfer ihre Erfahrungen als Teil ihrer evolutionären Reise gewählt haben. Manchmal ist es eine notwendige Erfahrung der karmischen Auflösung, die sie zu vollenden bereit sind.
Eine spirituell entwickelte Seele kann eine Lebenserfahrung planen, die sie genau dorthin bringt, wo ihre Erfahrung andere zum Erwachen zwingen wird. Diese tapferen Seelen haben sich dafür entschieden, den Aufstiegsprozess auf eine Weise zu unterstützen, die sie selbst gewählt haben, die sie aber nicht persönlich für das Seelenwachstum brauchten. Ein anderes Mal stehen diese Arten von Erfahrungen einfach auf der Wunschliste eines Individuums, das die Erfahrung für Wachstum und Lernen braucht. Das ist nicht immer der Fall, aber Beispiele dafür könnten das des grausamen Sklavenbesitzers sein, der auf der anderen Seite sein Bedürfnis nach energetischer Ausgeglichenheit und größerem Verständnis erkannt hat und sich dafür entscheidet, in einem schwarzen Körper zu reinkarnieren. Eine Person, die vor 200 Jahren Ureinwohner Amerikas getötet und verfolgt hat, kann sich dafür entscheiden, das Leben als Ureinwohner Amerikas in einem armen Reservat zu erleben. Trotz des äußeren Anscheins ist alles perfekt. Energie ist immer bestrebt, sich mit sich selbst als der Vollständigkeit und Ganzheit des einen in Einklang zu bringen. Diese Dinge zu kennen bedeutet nicht, dass man ignoriert, wo es ein menschliches Bedürfnis gibt, sondern bedeutet, dass man sich daran erinnert, dass ein größeres Bild geschieht, von dem die meisten noch nichts wissen. Bleibt in der Erkenntnis zentriert, dass höherdimensionale Frequenzen des Einsseins sich zu diesem Zeitpunkt in das Kollektiv integrieren und die äußeren Ereignisse aufdecken und herbeiführen. Alles verläuft nach Plan. Das Chaos wird noch eine Weile weiterherrschen, während das neue kollektive Bewusstsein darum ringt, geboren zu werden. Lasst alle programmierten Ängste los, meine Lieben, und akzeptiert, dass ihr genau dort seid, wo ihr zu diesem Zeitpunkt sein müsst. Tretet zurück, erlaubt den Prozess und vertraut. Als individualisiertes göttliches Bewusstsein braucht ihr nichts weiter zu tun, als euch an die Wahrheit zu halten und euch vom Selbst leiten zu lassen. Während ihr die gewöhnlichen menschlichen Aktivitäten des täglichen Lebens ausführt, die dann nicht mehr so sehr tun, als vielmehr sein werden. Ihr wusstet auf einer tieferen Ebene, dass die heutige Zeit stattfinden würde, aber ihr habt euch dennoch dafür entschieden, hier zu sein, weil ihr wusstet, dass die intensiven Energien euch die Möglichkeit geben würden, alle verbliebenen karmischen Ungleichgewichte und alten zellularen Erinnerungen zu bereinigen und euch erlauben würden, in einen höheren Bewusstseinszustand zu wechseln, während ihr euch in einem physischen Körper befindet. Sucht im Innern nach einer verbleibenden Macht, die ihr vielleicht noch an eine Person, einen Ort oder eine Sache abgebt. Ersetzt sie durch die Erkenntnis, dass nichts im Äußeren Macht hat, denn es gibt nur eine Macht. Und diese Macht ist allgegenwärtig, allmächtig und allwissend. Diese Macht seid ihr. Nicht euer Menschsein, nicht die Mary, John oder Bill, für die ihr euch selbst hieltet, sondern das wirkliche Ich. Haltet diese heilige Wahrheit vor allem in eurem Kopf und in eurem Herzen, wann immer ihr versucht seid, jemandem oder etwas im Äußeren Macht zu geben. Eure Realität ist das göttliche Bewusstsein, und bis ihr dies akzeptieren und zulassen könnt, dass es zu eurem Bewusstseinszustand wird, werdet ihr in diesem Zustand bleiben und weiterhin alte Energie erfahren. Es ist an der Zeit, von allen alten Programmierungen Abstand zu nehmen, die euch von Familie, Freunden, Religionen, Politik, Schule, Militär oder irgendwelchen Autoritätspersonen eingeflößt wurden. Unabhängig davon, wie vollständig ihr irgendwann einmal etwas davon akzeptiert habt oder sogar noch akzeptiert. Das bedeutet nicht, dass jedes Gesetz, jede Regel und alle Informationen zu diesem Zeitpunkt falsch sind. Es bedeutet einfach, euer gegenwärtiges Glaubenssystem über diese Dinge zu überprüfen
und damit zu beginnen, eure Überzeugungen mit einem höheren Ausdruck dieser Energie in Einklang zu bringen. Seid euch bewusst, dass Formen des Dualitäts- und Trennungsbewusstseins immer nur illusorische Bilder im Kopf sein können, Konzepte, von welcher geistigen Realität auch immer ihnen zugrunde liegen, denn ihr könnt nicht aus dem Nichts etwas erschaffen. Sinnbilder manifestieren sich in Übereinstimmung mit dem Bewusstseinszustand des Individuums und oder des Kollektivs. Sogenannte gute Bilder sind nicht realer oder besser als schlechte Bilder. Deshalb verrotten und verschwinden die Dinge, wenn ihre Realität nicht mehr vorhanden ist. Es gibt nur Gott und es ist nur Gott und es ist, war und wird sich immer in und als alles Leben manifestieren. Es gibt nur ein Leben und dieses eine Leben kann niemals beendet, manipuliert, verändert oder eliminiert werden, ungeachtet aller gegenteiligen Erscheinungen. Dieses eine Leben drückt sich für immer in und als unendliche Formen und Vielfalt aus. Schützt, liebt und ehrt alles Leben in der Erkenntnis, dass es nur eins gibt und dass das, was ihr anderen antut, ihr euch selbst antut, weil es nur eins gibt. Jeder zieht die Energien zu sich, mit denen er ausgerichtet ist. Auch hier sucht das eine automatisch die Ausrichtung mit der Ganzheit seiner selbst. Diese Information bringt immer das Thema Abtreibung hervor. Wir werden heute nicht darauf eingehen, außer um zu sagen, dass eine Seele nicht, wie so viele glauben, zum Zeitpunkt der Empfängnis vollständig eintritt, sondern vielmehr ein- und ausgeht, wobei sie oft entscheidet, ob dies eine richtige Entscheidung ist oder nicht, und sich häufig bis zur Geburt nicht vollständig integriert. Die Energie erlaubt es jenen, die bereit und willens sind, in einen höherdimensionalen Bewusstseinszustand überzugehen. Die Entscheidung, den Prozess zu akzeptieren, ist und wird immer eine individuelle, freie Willensentscheidung sein, aber die Entscheidung ist jetzt. Jetzt, nicht auf dem Weg dorthin, nicht nachdem ihr euch etwas heiliger fühlt, nicht nachdem ihr ein bestimmtes Buch gelesen oder einen anderen Kurs belegt habt, nicht nachdem ihr zu irgendeinem heiligen Ort gepilgert seid oder nicht mehr flucht und wütend werdet. Es ist jetzt an der Zeit, meine Lieben, zu wissen, zu akzeptieren und so bewusst zu dem zu werden, was ihr schon immer wart. Wir sind die Arcturianische Gruppe. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.